Servus, grüß euch, ich bin wieder da auf meinem frisch belebten Kanal Humaldo Plays. Ihr seht es da schon, meine Finger sind ein bisschen abgeschnitten, das ist der Technik geschult, aber an dem soll es nicht scheitern. Ja, cool Spot, spiel heute am Super Nintendo, war in den 90ern, 1993, war das anscheinend üblich, dass man Werbefiguren, Videospiele spendiert. Cool Spot ist das Maskottchen von 7up, diesem, ja, wie Sprite-ähnlichen Getränk. Ich habe das Ding nie gespielt, ich habe es mir nachgekauft jetzt endlich und spiele es zum allerersten Mal und freue mich schon sehr drauf, was mich da erwartet. Ich glaube, es ist ein ganz nices Spiel eigentlich, hat eigentlich ganz gute Bewertungen gekriegt und schauen wir gleich mal rein. Vom Artstyle her ist es ja schon mal ziemlich cool. Ja, find this, das heißt, ich muss diese Cool Spots befreien, release this, ja. Shoot hier, lass mir doch bitte die Beschreibung lesen. Erst. Okay, anscheinend habe ich jetzt schon angefangen. Collect 60 Cool Spots. Gut, was kann man machen? Nix. Springen. Schießen. Und die anderen Tasten sind nicht wirklich belegt. So, da ist schon die Cool, die 7-Up-Flaschen. Wahrscheinlich ist er da außer entsprungen. Jo. Dann. Okay, da ist Krabbengegner, ja. Und da sind sehr viele Spots. Aha, den muss ich finden. Okay. 8% Cool Spots habe ich schon gefunden. Oh, okay, das heißt, ich kann da durch. Das ist ja witzig. So, wie ist das mit meiner Energie? Anscheinend ist so der Gesichtsausdruck von mir links oben. Das ist anscheinend meine Energie. Jo, so. Schauen wir mal. Gut. Okay, ja, das ist die Energieanzeige. Schau mal, kann ich irgendwas eigentlich aufladen? Na, aber schauen wir zu, was er macht, wenn er im Pfad ist. Ja, er schnipst. Das ist schon mal ziemlich nice und er putzt seine Brille und seine Brille sind gleichzeitig seine Augen, wie cool. So. Die Unterhosen. Ah, der steckt da immer noch drin, hörst. So. Gut. Schauen wir mal. Oh, ein Leben. Aber wie komme ich da rein, ohne dass ich mich umbringe? Wahrscheinlich einmal. Kann ich das irgendwie durchschießen? Nein, funktioniert nicht. So. Okay, nur auf gut Glück rein schießen. Ach Gott, das Leben da ist auch ganz schön gefährlich. Oh, meine Lebensplakette links oben ist schon ganz schön abgenutzt. So, tot sind's. Jetzt kommen da noch so komische Moskitos. So. Oh! Und ich bin gestorben. Mein erstes Leben ist weg. Und wo fange ich an? Ganz am Anfang? Eh klar. Schauen wir mal, ob ich mal irgendwas. Irgendein Progress. Nein, keinen Progress gemerkt. Ganz klassisches, gutes, altes. Jump'n'Run. Oh ja, sicher, die eingesammelten Cool Spots sind da. 24% habe ich nämlich schon eingesammelt. So. Oh, da oben ist ja irgendwas. Aha. Interessant. Das heißt, es gibt mir Hoffnung, dass es noch irgendwelche Features gibt, die ich noch nicht. Oh. Okay. Oh, das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Okay. Während ich sprach, fand ich das Feature so. Immer nur. Ach, Menno. Aber schon mal nicht schlecht. Wissen wir schon mal, dass da in der Höhe oben verschiedene Geheimnisse gibt. Ich möchte jetzt für dieses erste Let's Play da auf meinem Kanal nur mal checken, wie der erste Level so ist. Und dann on demand schauen, ob es da noch weitere Teile geben wird. Weil jetzt, wo ich ja den Kanal reaktiviert habe, ist es ja. Ach Gott, ist das ja easy, dass ich da einfach 100.000 Folgen rausbringe, was mich gut gefreut. Sofern die Technik funktioniert. Mein Streaming-Device, mein Elgato, also mein Capturing-Device besser gesagt, macht ja Spompernadeln. Schaut sich ab und zu an, das ist so ein bisschen der Nervenkitzel. Wird mein Streaming-Device überleben oder nicht? Okay, ich glaube, ich schaffe schon mal nicht die erste Runde. Ihr müsst es verstehen, das ist mein allererstes Mal. Ich bin Coolspot, jungfräulich sozusagen. So, schau, Checkpoints habe ich auch noch keine erwischt. Schau mal. So, vielleicht kann ich da irgendwie durchschwänen.
ohne dass ich irgendwie, dass ich dagegen irgendwie. Ja, man muss sagen, so kreativ die Energieanzeige ist, so unübersichtlich ist es da zu sehen, wie weit da jetzt oben eigentlich der Zustand. Deppern fliehen! Wie weit der Zustand meiner Gesundheit ist, ob meine Plakette da oben schon komplett verkümmert ist oder nicht. So. Okay, die Fliegen muss ich so schnell wie möglich ausschalten. Okay, was passiert da? Da ist er. Oh, ich bin in einer Miniaturwelt, wie cool. Das Spiel ist ja von Virgin gepublished oder sogar produziert, bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist es natürlich cool, es ist typischer 90er Lifestyle. Also Sprite trinken, Walkman Musik hören und Videospiele spielen. Das war in den 90ern super hip und wenn ich so recht überlege, bis auf den Walkman hat sich nicht viel geändert. Okay, ah, das war jetzt anscheinend ein 7-Up Flaschen, war jetzt da anscheinend meine Energieerfüllung. Komm raus da, du Feigling! Ach Gott. Oh, das ist anscheinend das Checkpoint. Sehr schön. Und ich habe wieder ein bisschen Bonuszeit auch gekriegt, weil man darf ja das nicht unterschätzen. Es ist ja ein Zeitlimit, 5 Minuten. Das heißt, wenn ich mich zu viel da herum ärgere. Oh, ein Leben, ein Leben. So. So am besten ist es, glaube ich, diese Krebs. So gut es geht zu. Okay. Anscheinend ist das. Schauen wir mal, ist das Level da jetzt wirklich schon aus? Okay, das heißt, es gibt kein wirkliches Levelende. Ich muss nur wirklich alle Cool Spots einsammeln oder zumindest genug. Genug, um die vorgegebene Prozentzahl zu erreichen. Was auch immer das ist, habe ich schon wieder vergessen, aber irgendwas bei. Oh! 55%. Ah, okay, das ist. Ist jetzt nicht unbedingt kreativ. Das kreativste. Die kreativste Vorgabe der Welt. Ah, alles klar. Das heißt, jedes Mal, wenn ich. Also, wenn ich Gegner umbringe, kann ich einen Energiebonus kriegen. Das heißt, das. Zahlt sich aus, dass ich ab und zu Gegner ein bisschen besiege und nicht nur ihnen ausweiche. So, so. Und zack. Zack. Schauen wir in welche Richtung. Zack, zack. So. Okay. Find Cage! So, und jetzt? Und jetzt? Fuck. Oh, ich hab den Cage gefunden. Ich hab 61%. Das Spiel hat mir gesagt, ich muss den Cage finden. So. Ah! Ich bin so knapp vorm Ende und schaff's nicht. Hilfe! Das ist. So. So, jetzt versuche ich es skillhaft zu meistern. So, darüber. Und. Zack. Jetzt wieder. 62%. Schau mal, er hat mir gesagt, find the cage. Das ist nur die Frage. So, jetzt bin ich da. Bin da am Kaschieren. Oh! Level completed! Hab schon einen zweiten Coolspot aufgetrieben. Jo! Scheint ja ganz nice zu sein. Ich will es an dieser Stelle eigentlich auch schon wieder beenden. Unused Time Bonus, weil für das richtige Spiel den wir dann später mal gern mehr Zeit nehmen. Auf diesem Kanal, auf meinem neuen Humaldo Plays Kanal, wird es jetzt ganz viel Let's Plays geben, ganz viel Folgen, die immer wieder droppen, ohne großartigen Zeitplan. Das heißt, wenn ihr Fans von Let's Plays seid, dann schaut da vorbei, da ein Abonnieren, was man so macht. Ich glaube nämlich, dass Coolspot recht cool sein könnte. Sehr schön. Ja dann, danke fürs Zuschauen. Ihr kennt das Spiel. Abonniert diesen Kanal, abonniert meine ganzen anderen Kanäle. Alles, was ich habe, ist einfach nach Humaldo suchen. Schaut vorbei. Seid mir treu. Dazu kommentieren, liken und so. Und das Allerwichtigste, habt Spaß. Mit was weiß ich, habt so Spaß. Pfiat euch.